Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Destiny Rise of Albion zu Deutsch, das Erwachen der Eisernen Lords. Wir sind hier wieder unterwegs, bin gerade noch in Menüchen hier. Hier waren wir ja letztes Mal bei dem Berg und haben da das Quartier der Eisernen Lords verteidigt, beziehungsweise das, was übrig geblieben ist von ihnen. Und jetzt haben wir die Mission, wenn die Mauern fallen, eine uralte Bedrohung hat das Kosmodrom. Fuck. Hat das Kosmodrom transformiert. Finde die Quelle der Korruption. Und das machen wir mal. Man kann das ja irgendwie nicht auf schwer stellen. Ich weiß nicht, warum man das nicht auf schwer stellen kann. Eigentlich kann man jede Story-Mission auf schwer stellen. Aber hier irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Aber wir werden es so oder so spielen. Und gleich wird bestimmt wieder gelabert. Lord Saladin, du meintest, die Gefallenen wussten von Siva. Aber in der Vorhutdatenbank gibt es keine Verweise auf Siva. Ich habe auch dafür gesorgt, dass niemand an sie herankommt. Die Unterlagen sind im Eisentempel. Okay, aber wenn die Gefallenen über Siva Bescheid wissen, sollten wir es dann nicht auch? Was du jetzt tun musst, ist Sepix aufspüren. Wenn wir ihn finden, dann können wir das Ausmaß der Korruption erfassen. Okay, also wir sollen den perfektionierten Sepix finden, mit dem wir in der letzten Folge, also gestern, konfrontiert wurden. Boah, wo sind wir denn? Okay, ich weiß gar nicht, wovor ich mehr Angst habe. Vor der gigantischen Catch oder vor was auch immer einen riesigen Bissen von der Mauer genommen hat. Oh. Hüter, Shiro hier. Du brauchst Deckung. Begib dich ins Kosmodrom. Ach du Scheiße. Die haben hier jetzt die Mauer kaputt gemacht. Hier war man doch auch am Ende der ersten Mission, oder? Die erste Mission war das nicht. Welche Mission war das nochmal? Man war hier auf jeden Fall mal. So. Ich muss auch erstmal wieder ein bisschen in die Destiny-Steuerung reinkommen. Was daran liegt, dass ich seit längerem wieder kein Destiny gespielt habe. Und ich andere viele Spiele installiert habe auf meiner PlayStation. Und ich diese gerne spiele. Und alle haben sie eine andere Steuerung. So. Weggeballert hier. Ja, gut. Da haben sie ein bisschen was vor der Mauer weggemacht. Aber ganz ehrlich. Die haben doch hier solche großen Schiffe, ne? Können die mit diesen großen Schiffen? Was ist das denn? Was ist das? Oh. Die Leute, sind die wieder gespawnt, Alter? Können die mit diesen großen Schiffen nicht einfach über diese kleine Pupsmauer fliegen? Ich meine, die Mauer ist ja schon groß und kann Fußsoldaten abhalten, ja. Aber wenn du die mit einem Flugzeug rüberfliegst, ich glaube, dann ist man durch. Würde ich einfach mal so sagen. Nee, hier ist man doch am Anfang der ersten Mission. Da rennt man doch hier dann rein. Nun, da die meisten Kells nicht mehr sind, ist es fast unmöglich, eine solch große Gruppe zur Zusammenarbeit zu bewegen. Saladin, erwähntest du nicht ein Sensorenraster? Können wir das benutzen, um abzuschätzen, wie weit sich diese Besetzung ausbreitet? Die Gefallenen sind gerade nicht so wichtig, Shiro. Das Wichtigste im Moment ist, Sepix ausfindig zu machen. Oh, shit. Ja, wir gehen gerade den Weg, den man in der ersten Mission geht. Interessant. Mal zu sehen, was sich hier jetzt getan hat, denn die Mauer wurde zerstört hier. Bin mal gespannt, was das noch so für Konsequenzen hat, dass die Mauer jetzt weg ist. Auf jeden Fall kann man jetzt hier runter, wa? Ja. Okay. Gut. Ja, also heute, für euch heute, für mich ist es jetzt gestern. Jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufnahme, denn ich nehme noch am Dienstag auf. Also für euch gestern, wenn ihr das Video am Mittwoch guckt. Also heute.
Dieses verwirrende Gespräch. Ich muss ja ein kleines bisschen im Voraus aufnehmen. Denn sonst habt ihr heute, für euch heute, nicht zwei Videos am Start. Denn die Schule ruft natürlich wieder. Und das hier werde ich um 14 Uhr hochladen. Und das andere könnt ihr dann so ungefähr um 18 Uhr mitrechnen. Hoppala. So. Ich bin mal gespannt, wie das bei euch ankommt. Würde mich echt freuen, wenn das gut von euch supportet wird hier. Okay, da ist nichts. So. Für PvE, also Story oder Strikes oder sowas, finde ich echt vom Jäger den leere Fokus am besten. Denn damit kann man echt ganz gut eine Gegnerhorde wegballern. Und im PvP spiele ich dann immer mit dem Solarfokus. Weil da einfach der Fokus besser ist, die Super, finde ich. Der Revolver. Damit kann ich einfach besser schießen im PvP als mit dem Bogen. Zumal man damit natürlich auch drei Schüsse hat. Kann man natürlich auch mit dem Bogen machen. Aber dann ja, verliert er halt irgendeine andere Fähigkeit. Also das pisst schon. Also das passt schon, nicht das pisst schon. So. Also die einzelnen Gegner sind ja aber auch nicht so das Problem, ne? Also die kriegt man echt ganz gut weg. Was aber zum einen auch, denke ich, daran liegt, dass ich ein paar Lichtlevel über die Gegner bin. So, empfohlenes Lichtlevel war ja, glaube ich, 290 oder so. Ich muss mich mal kurz katzen. Hier war doch das, nein, was laber ich? Hier war nicht das Raumschiff. Ach, halt's Maul. Wenn du nicht weißt, was du sagst, dann halt lieber den Mund. So. Erstmal selbst dissen. Doch keine Spur von Sepix. Ja, und hier sieht man das jetzt auch schon. Was ist das für ein Muster da drüben? Sollen wir uns das mal näher ansehen? Können wir gleich machen. Das Kosmodrom hat sich verändert. Es ist verschneiter. Das hat man ja eigentlich auch schon gelesen. Oh, man hinterlässt Fußabdrücke. Nice. Man hat auch gerade Würfel heulen hören. Voll nice. Ja, das haben sie hier ein bisschen verändert. Und ich kann jetzt mal... Bam, da ist er. Alter, sieht der nicht nice aus. Leider kann man sich nicht umdrehen, die Kamera nicht drehen, ohne den Charakter selbst zu drehen. Aber ey, der kann echt einiges. So, dann wollen wir mal weiter. Ey, selbst den Panzer haben sie rasiert. Finde ich aber nicht in Ordnung. So, das hier sollen wir uns ansehen. Okay, das sieht nicht gut aus. Was ist das? Sag es mir, Geist. Ich empfange seltsame Signale. So wie bei Sepix, aber wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass dieses Zeug alles um sich herum verzehrt. Das ist Siva. Unter der richtigen Führung konnte es alles erschaffen, was eine Zivilisation braucht. Zumindest theoretisch. Die Schar? Die Schar zieht es vor, im Dunkeln zu bleiben. Etwas treibt sie nach draußen. Oh oh. Das ist nicht gut. Wenn selbst die Schar ihren alltäglichen Lebenszyklus ändert und ihren fetten, faulen Hintern nach draußen schwingt, wenn es auch hell ist. Ey, das könnten wir eigentlich voll die YouTuber sein. Voll die Let's Player hier. Kommen auch. Entweder kommen sie gar nicht raus oder nur wenn es dunkel ist. Einmal so ein paar Klischees hier raushauen.
Also, das ist Siva, was wir da gerade gesehen haben. Und er hatte ja gesagt, es sollte eigentlich alles aufbauen, was eine Zivilisation zum Leben braucht. Theoretisch, hat er gesagt. Das heißt, ich denke, dass das von den Menschen erschaffen wurde. Als, keine Ahnung, Unterstützung oder Verbesserung des Lebens oder sowas in der Art. Aber wie man das halt aus den ganzen Worst-Case-Szenarien kennt, wenn der Mensch etwas erfindet, dass es manchmal einfach nicht so funktioniert, wie es soll. Und dass dann alles nach hinten losgeht und sich die Entwicklung gegen einen selbst richtet. Sieht auf jeden Fall crazy aus. Hier diese Steine und dann diese roten Kabel da. Ey, Glasfaserkabel. Ey, man bekommt jetzt besseres Internet. So, wollen wir mal weiter. Ey, diese Kratzspuren hier überall. Ich glaube, das ist nicht so gut. Hier den Container haben sie auch durchrasiert. So, Raketenbasis. Ah, okay, da sind sie. Ich hatte schon gewundert, weil hier sind doch eigentlich auch immer Gegner. Schnauze. So, komm mal her. Dich mache ich auch weg und deine Brüder gleich mit. So, Verbrennung dritten Grades. Absolut kein Problem. So. Oh. Da setzen wir doch gleich mal unseren Fokus ein hier und machen die Hexen in 0, nichts weg. So. Das hat ganz gut funktioniert. Okay, dann machen wir erstmal den, der hier frei rumrennt. Ihn schießen wir den Arm weg und er stirbt daran. So stelle ich mir das vor. Er guckt in die falsche Richtung. Läuft bei ihm. Des Sensorenrasters verloren. In deiner Nähe befindet sich eine Überwachungsstation. Schleuse dich ein und versuche das Netz wieder online zu bekommen. Kein Problem. Holy shit. Okay, wir sind jetzt wieder bei einem Wiedereinstieg, der eingeschränkt ist, angekommen in dieser Zone. Aha! Ah, okay, man muss das kaputt schießen. Ich dachte, man muss da den Geist ran schicken. Okay, das hat sich schon ganz schön ausgebreitet, das Ding. Es ist nicht gut. Und das ist wahrscheinlich das, was die Gefallenen haben wollen, um uns zu zerstören. So, dann mach mal. Walte deines Amtes und ich muss wahrscheinlich kämpfen, wa? Es ist nicht genug vom Sensorenraster übrig, um es reparieren zu können. Warte, warte. Wir können die Loks aus der Überwachungsstation benutzen. Könnten wir auch damit herausfinden, was die Gefallenen vorhaben? Tu es. Okay, nochmal ran. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich kämpfen muss. Oh, hier geht's auch runter. Jesus! Etwas Seltsames kommt auf uns zu. Oh, die sehen neu aus. Ja. Sie sind mit irgendeiner Technologie verstärkt. Die Sippies. Verstärkt oder nicht, wir brauchen die Sensordaten. Das Gute ist, dass diese Gefallenen nicht wieder auferstehen, so wie Sepix. Zumindest noch nicht. Ja, wollen wir auch mal hoffen, dass das so bleibt. Alter, zerfickt. Deswegen liebe ich den Fokus. Okay, das sind also die neuen Gegner. Verstärkt mit irgendeiner Technologie. Wahrscheinlich dasselbe wie Siva. Also würde ich einfach mal vermuten jetzt. So frech und vage.
Boah. Aber kurz regenerieren. Nee, dich will ich eigentlich noch gar nicht. Ich will erstmal hier die kleinen Lemminge wegmachen. Macht mehr Sinn. So. Mach es weg. Da hören sie alle. Pass auf. So. Weg mit dem Schwert. Was? Weg mit dem Schwert. Weg mit dem Sack. Also ich habe ihn mit dem Schwert getötet. Aber nicht weg mit dem Schwert. Hab alles, was ich konnte, aus den Sensoren-Loks gezogen. Gute Arbeit, Hüter. Doch Sepix stellt immer noch ein Problem dar. Wir brauchen den Servitor nicht mehr, Shiro. Ich weiß jetzt, dass die Gefallenen die Siva-Produktion wieder gestartet haben. Hüter, wir haben jetzt eine Basis im Eisentempel. Komm zu uns. Okay. Gut, das war's mit der Mission hier schon. Die ging auch relativ flott vonstatten. Wie viel haben wir jetzt? Oh, 16 Minuten. Gut, also wir haben jetzt die Waffe gesehen. Und die Gefallenen produzieren diese. Also haben sich wieder rangemacht und diese Waffe weiter zu verbreiten. Die Soldaten zu verbessern wahrscheinlich, wie wir schon gesehen haben. Und uns dann doch letztendlich zu vernichten. Man muss sich ja immer neue Sachen einfallen lassen, ne? Warum sollte man das auch nicht? So, ich guck gerade nochmal, was wir hier geiles Neues haben. Diese grüne Scheiße, Alter. So, hat weniger Intellekt, dafür mehr Stärke. Pistolenmunition tragen. Warte mal. Das kann ich nur mit legendären Ne, kann ich doch nicht. Nice! Weißt du was, dann mache ich das mal. So, denn hier habe ich Schrotflinten. Ich spiele ja eh mit Schrotflinten. Und, dann habe ich hier auch verbesserte Verteidigung. Das lohnt sich. So. Okay, das Engramm habe ich immer noch am Stört. Warum kriege ich so viel grünes Grünzeug hier? Ich bin doch kein Schaf. Okay, die Schrotflinte oder das? Ich könnte eigentlich auch mal wieder mit einem Fusionsgewehr spielen. Gut, dass ich gerade, ach, egal. Die andere wäre eigentlich auch nicht viel besser gewesen. Gut, die kann eigentlich auch weg. So, und sonst war es das eigentlich, oder? Ich glaube, das war es, ja. So, warte mal. Läuft. Achso, da ist das. Und hier sollen wir hin. Da. Der Eisentempel, die uralte Festung der Eisernen Lords, ist wieder vom Leben erfüllt. Das werden wir aber in der nächsten Folge sehen, beziehungsweise ich werde es gleich sehen, ihr um 18 Uhr, wenn ihr rechtzeitig einschaltet. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, beim nächsten Video auch, und ich verabschiede mich. Tschüss.